In dieser Klinik in Rio de Janeiro lagert Muttermilch für Frühgeborene oder kranke Babys aus ganz Brasilien. Seit mehr als 20 Jahren hat das Land in dem Bereich eine Vorreiterrolle. Das Muttermilchprogramm soll unter anderem verhindern, dass sich Babys von HIV-infizierten Müttern mit dem Virus anstecken. Fast 200 Sammelstationen gibt es im Land. Zehntausende Liter Milch werden jedes Jahr eingelagert. Wir haben die größte Muttermilchbank der Welt. Die gesamte Menge an gesammelter Milch in Europa erreicht nicht einmal die Hälfte dessen, was wir allein im Bundesstaat São Paulo zur Verfügung haben. Victor Gabriel ist 10 Tage alt. Nach seiner Geburt wurde er am Rücken operiert und über einen Katheter ernährt. Mittlerweile kann seine Mutter ihn stillen. Solange sie im Krankenhaus ist, spendet sie aber auch einen Teil ihrer Milch. Das ist sehr wichtig. Helfen ist einfach unerlässlich. Wir helfen anderen Menschen, vor allem den Babys, die wir hier sehen können und die viel Aufmerksamkeit brauchen, viel Liebe und Fürsorge. Die Milch wird in einem speziellen Verfahren sterilisiert. Das relativ günstige Verfahren soll HIV-Infektionen der Babys verhindern. Brasiliens Regierung unterstützt das Muttermilchprogramm, das jedes Jahr 135.000 Säuglingen hilft.